Kästner hat auf dein Video reagiert. Hat er nicht. Was für ein Video? Ach, vor 3 Minuten. What the fuck? Sag mal, wie schnell seid ihr bitte? Ganz ehrlich, manchmal sehe ich unter meinem YouTube-Kommentar, das ist so, guck mal, das Video wurde vor 3 Minuten veröffentlicht. Und dann so Leute so, wow, was für ein tolles Video. Ich habe es mir komplett angeguckt, Ausrufezeichen. Guckt euch doch erstmal Videos komplett an, aber es ist okay, lol. Also what the fuck, wie schnell seid ihr bitte? Hey, gut, dann das ist ja mal Ehre. Also, wie viel Ehre kannst du haben, ja? Du kannst in deinem Leben zum Ritter geschlagen werden, ja? Du kannst vom Papst gesegnet werden oder Palle reagiert auf dein Video. Das sind die 3 großen Ehren des Lebens. Kannst du diese YouTuber erraten? Ach so. Du hast aufs Vorschaubild geschafft. Leute, das Video ist von The Joecraft. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Schön Abo dalassen, Glocke mit allen Benachrichtigungen aktivieren, Like. Hat der nicht gemacht, oder? Das ist gar nicht mal so ein geiles Video. Mensch, dann reagiert er mal auf ein Video und dann so. Okay, cool. Jetzt verstehe ich. So, und jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Hoffentlich bin ich dabei. Das ist noch mit meiner alten Brille, ne? Oh Gott, nee, sehe ich. Schönes Intro. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 88 gibt es ein Spiel. Ein Spiel, was wir zusammenspielen können. Und zwar erraten YouTuber. Ein Spiel, was man gegen Joe spielen könnte in Minecraft. Gebaut und eingesendet wurde das von MineLG1866 und schreibt: Hi The Joecraft und andere, ich habe mir sehr viel Mühe dabei gegeben, diese Map zu erstellen. Es sind viele Command-Blöcke drin, allerdings nicht zu sehen. Um ein YouTuber auszuwählen. Ihr spielt auch mit, Leute, ne? Ein Schilder klicken, genau. Okay, wir finden das alles mal. Okay, wer als erster? Könnt ihr die Map einfach downloaden. Hilfeteileanweisung, Map-Erbauer, Start. Okay. Genau. So, jetzt seid ihr dran, lieber Chat, liebe Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Erkennt ihr die YouTuber? Ich glaube, ich weiß es. Also nicht alle werde ich vielleicht erkennen, aber die meisten werden. Ja, aber es ist German Let's Play. Okay, ist mein Spawn schon gesetzt? Wer ist es? 3, 2, 1. Ich glaube, es ist German Let's Play. Ja, ich glaube, das war richtig. Maudado. Was passiert, wenn wir was Falsches machen? Maudado. So, wer ist das hier nicht? Oh, der ist so süß. Da steht mein Name. Da stand Paluden. Anno Let's Play. Den Namen kenne ich leider nicht. Nehmt mir das bitte nicht krumm, falls vielleicht irgendein YouTuber das sieht und ich euch nicht erkannt habe. Das ist nicht böse gemeint, aber ich bin auch ein bisschen dumm. Wer ist das? Nein, nicht. Gute Frage. Das ist definitiv nicht Palle. Genau, okay, dann wird man also wenn man es falsch macht, wird man verbrannt. Das heißt, okay. Ich spiele die Map im Survival. Oh, bei der Nase. Gut. Also, ihr seid gefragt, Leute. Ihr könnt ja mal jetzt für euch so eine kleine Strichliste machen. Ihr habt das Spielprinzip verstanden. Wir spielen das jetzt mal durch. Ihr macht für euch eine Strichliste und guckt einfach mal, wie viele alles ihr erratet. Ich werde dann immer selber gucken, ob ich die errate oder nicht errate. Und dann könnt ihr mal am Ende auch einen Score schreiben, okay? In die Kommentare. Seid fair, seid ehrlich und Achtung, ich bin hundertprozentig ehrlich. Die kann ich alle. Der erste von allen, German Let's Play. Der zweite, Maudado. Haben wir gerade auch schon geguckt, war nicht Palle, nein, es ist Maudado. Okay? Dann kommt Basti zockt? Ist Chida da? Ja, es ist Basti zockt. Zum nächsten, da bin Revi ich mir ist es nicht. Relativ sicher, dass ich ihn kenne. Den guten, ich weiß gar nicht, welches Sample das war. War das Schattenwolf! Ja. Junge, Basti. Der Boy, mit dem habe ich ganz früher mal so ein Projekt zu. Ey, das war wirklich ein uraltes Ding. Aber es war cool. Basti ist länger dabei, als man denkt, Leute. So, ein weiteres Gesicht, von dem man mittlerweile, glaube ich, auch das Gesicht kennt. Spark? Das ist Kroko? Das ist natürlich Spark of Phoenix. What the fork? Okay, Verzeihung. Das ist aber Spark. Apropos. Das ist Spark. Wo wir schon dabei sind. Ja. Na, er kennt ihn. Glorreiche Kämpfe mit ihm geliefert in Minecraft Varo. Wow. Es ist immer hin und her gegangen, sagen wir es mal so. Aber waren immer gute Fights. Wir sehen hier. Es ist natürlich. Nee, ist nicht Epics dann. Nein. Spark of Phoenix. So. Ja, da kann ich durch das Ausschlussverfahren, würde ich sagen, Anno Let's Play. Aber lieber Anno, ich kenne dich, aber das ist ein schöner Skin. Muss ich selber überlegen. Es ist nicht Paluten, es ist nicht Zombie, es ist Anno. Na, erkennt ihr ihn? Wer ist es? Es muss Anno. Ich muss gerade selber überlegen. Ich bin nicht sicher. War das Gesicht. Das reine Ausschlussverfahren, das ist nicht Zombie. Ich glaube, Ausschlussverfahren. Ja, oh. Aha.
Jetzt müsste ich tatsächlich, glaube ich mal. Also ich bin mir tatsächlich jetzt gerade sehr unsicher, ob ich den kenne. Es ist so ein bisschen schwer, auch das Gesicht zu erkennen in Minecraft, ne? Nee, aber das muss Anno sein. Also ich bin's nicht, ich sehe hundertprozentig nicht so aus. Ich würde mal auf Zombie tippen. Nein. Falsch. Ah. Ja, Zombie sieht ganz anders aus, Mann. Okay. Joe. Ja, nein, nicht Palu. Nicht, wenn du jetzt Palu machst, Palu, dann rede ich nie wieder mit dir. Anno, let's play. Ja, das bin ich! Okay, wo wir, by the way, zu Paluten kommen, genau. Ja. Das ist ziemlich eindeutig. Ja. Das bin ich. Glaube auch, ihr werdet das wahrscheinlich erkennen. Ja. Gut. Sehr gut. Nächster. Oh, der? Warte mal, wer steht da? Ah, das ist Lars! Das ist Lars! Ja, auch ziemlich eindeutig. Lars. Wer ist es? Was glaubt ihr? Ich bin mir sehr sicher. Okay. Oh, den kenne ich auch. Das ist jetzt Iosa. Mit dem hatte ich auch ganz, ganz früher, hatte er mir mal eine Welt gezeigt. Das war so eine Welt, die war komplett im Survival-Mode gebaut. Das war übertrieben krass. Schön. Nächstes Gesicht. Ja, das ist Iosa. Fällt mir nicht schwer. Mal gucken, ob ihr es erkennt. Und? Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Dann nennt mir noch ein Gesicht. Was? Was war das denn? Warum kam da gerade Revi? War das ein Sound, der aktiviert wurde? Iosa, Dr. Banks. Was? Was? Ja, war, Moment, der wechselt mal. Ja sein Kind schnell. Dr. Seine... Banks oder Revi? Ja, das ist. Er hat ja hat Zeit. Das ist noch. Doch weder Dr. Banks noch Revi. Dr. Banks. Nein, es ist Revi. Was? Seit wann sieht denn Revi so aus? So sieht Revi? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, natürlich. Dr. Aber der nächste. Nein, ist Dr. Ist Dr. Banks. Das sehe ich, den kenne ich auch. Okay. Nächstes Gesicht. Ein Clown, ja, soll das sein, oder? Erkenne ich sogar auch. Ja, Dr. Banks. Dr. Banks. Nächstes Gesicht. Ah, Basti? Oh, nee. Jetzt bin ich schon wieder überfragt. Nee, guck mal. Oh, die kenne ich leider nicht. Parzival Gaming Gazelli. Das wusste ich gerade nicht auswendig, oder? Ich muss sagen, ich kenne... Aber guck Basti nicht auch so zur Seite? So? Ja, aber Basti hat blaue Augen. Ja, das ist schwer. Hell Minecraft. Kenne ich leider nicht. Das zu erkennen. Parzival Gaming. Ah, Let's Play hatten wir schon mal. Ja, also es ist entweder Gazelli. Ich sag Gazelli. Ob ihr das wohl wisst, Leute, ihr könnt ja mal gucken, Gazelli, ob ihr da einen Punkt für bekommt. Ich guck mal. Parzival Gaming, ich drück mal Parzival Gaming. Ist falsch. Ja, okay. Ich hab Gazelli das richtig geraten. Ich zum Beispiel gar keinen Punkt bekommen. Ich bin, glaube ich, ganz gut dabei, oder? Dann ist ja, es richtig Gazelli. Gut. Ich hatte jeden erraten bis jetzt. Ja, ja, sehr gut. Okay. Das ist Maxify. Nächstes Gesicht. Maxify, auf jeden Fall. Das muss Maxify sein. Unge Maxi. Nee, das ist Maxi. Ich kenne ja meinen kleinen grünen Goblin. Ganz ehrlich. What? Der kleine Süße. Ich muss echt sagen, ich würde es auch nicht erraten können. Doch. Also, Simon hat seinen Skin zwar im Laufe der Jahre auch des Öfteren gewechselt, aber so sieht Simon nicht aus in Minecraft. Nee. Das muss. Habe ich gerade einen Livestream-Chat. Die wollen alle, dass ich Maxi nehme. Ja, ist ja auch richtig. Dann ist das richtig. Also. Vive? Das Gesicht kenne ich. Okay. Echt? Nee, ich nicht. Montana Black? Das kenne ich aus Crafted. Vive. Ist es nicht Basti GHG 1.0? Ich würde sagen, Vive. Ne? Ja. Ja. Das ist Basti. Ja, ja. So, das ist Basti. Auf jeden Fall, ja. Der Blick. Ja, auch guck, habe ich doch. Aber hat sich recht. Mit diesem zur Seite gucken. Basti hat so ein Skin, der zur Seite guckt. Aber das ist okay. Alle? Nee, das ist. Nee, das passt. Der korrekte Blick, den erkennt man. Okay, geschafft. Haben wir es geschafft oder ist das ein Checkpoint? Nee, ich glaube, es ist ein Checkpoint. Was war das für ein Sound gerade? Hopp. Render-Distance bitte auf das Höchste. Okay, einverstanden. Was sind das für Sounds? Oh. Skalks. Noch weiter? Noch weiter. Okay. Aber wo denn? Und wir sind ein Spectator. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind alle durchgegangen. So, wie viele habt ihr erkannt? Also, wir gehen sie nochmal durch. Habt ihr den erkannt? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hat sich eigentlich ein Fehler? Nee, nein. Bei Revi habe ich das nicht erkannt, oder? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also, ich war eigentlich, schreibt's. Null Fehler. Komm mal, Revi wechselt seinen Skin. Einfach gefühlt täglich. Punkt. Echt krass.
Oder was kann man? Ja, bitte in die Kommentare. Punkte könnt ihr erhalten. Wie viele Punkte habt ihr, liebe Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist geht's sehr, sehr nicht cool. noch weiter? Richtig gut. Nee. Kleines YouTuber-Raten in Minecraft. Wen davon hätte ich nicht rausgefunden? Den kriege ich, den hätte ich rausgekriegt, den hätte ich rausgekriegt. Ja, ich den auch. Hätte ich ja. rausgekriegt, den hätte ja. ich rausgekriegt. Hier musste ich strugglen. Ja, ja, also ich manchmal habe ich auch einfach nur Ausschlussverfahren gemacht. Deswegen, also ich bin mal gespannt, ob jemand in den Kommentaren so krass ist das wie Paletto. Das ist definitiv nicht mein Punkt gewesen. Den habe ich, den habe ich, den habe ich. Ja. Sag mal, wie, mein Gesicht ist nicht dabei. Bra, schlechte Einsendung. Bruder. Den hätte ich erraten, den hätte ich erraten. Nee, stopp, den. Da war ich mir nicht sicher, oder? Ja, nee, das hätte ich da auch. Ich also, nein, da habe ich Glück gehabt, weil ich geraten habe. Aber das ist ja, habe ich ja trotzdem den Punkt ich erraten. Bekommen. Den habe ich erraten. Das heißt, ich hätte 13 von 16 Punkten. So, jetzt ist die Frage. Ja, ich glaube, wir haben mehr. Das ist ja schlechter als ich. Aber ein Gesicht fehlt hier noch, was ein bisschen sehr schade ist. Aber wollen uns damit nicht aufhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Danke, tschüss. Alter, guck dir das schöne Outro hier an. Sieht echt schick aus. Ja, Leute, schaut vorbei hier. Ah, nee, warte, da ist das Ding. Schön, Joecraft, abonnieren, Like da lassen und euch jetzt noch einen schönen Tag. Korrekt, einfach nur korrekt. Sag mal, hat Palle eigentlich die Adventure-Map mal gespielt? Also, ich weiß nicht, der macht er die Aufzeichnung immer live, Leute? Das wäre echt interessant. Wisst ihr das, ob der solche Aufzeichnungen live oder? Achso. Ich hatte vor langer Zeit, ist super alt, aber die dritte. Ich habe eigentlich immer mal eine weitere machen wollen. Aber kam die dazu? Das hier. Ja, also wenn er sich mal was angucken soll, der Paluten, was wirklich nett ist, dann sollte er das hier sich angucken. Das Ding hier, vor 3 Jahren. Nicht die anderen beiden. The Temple of the Five Lost Souls. Das ist nämlich, sieht unscheinbar aus, ist aber ein quasi richtiges Spiel. Quasi, ihr spielt hier eine Story. Wir können es mal kurz anspielen, okay? Gott, das habe ich die Musik auch noch selbst gemacht. Wer war noch dabei? Metos war dabei, Kev war dabei, es waren noch einige andere dabei. Scraptix, stimmt. Dieses Editing. Ja, das war damals, vor 3 Jahren. 2018, Bruder. Ihr müsstet den Tempel eigentlich bald erreichen. Oh Mann, meine Socken qualmen schon. Gut, dass wir bald da sind. Was für ein langer Marsch. Aber schau mal da vorne, der Tempel kommt so langsam in Sicht. Ich glaube, wir haben ihn so, erreicht. Das, genau, ihr habt dann hier eine Aufgabe. Vier Freunde stecken verschiedene Sachen. Und ihr könnt dann quasi Spieler auswählen und mit diesen Spielern Aktionen machen. Zum Beispiel könnt ihr keine Mythos auswählen und dann seht ihr quasi die Sicht von Mythos. Und genau, ihr müsst dann, Bruder YouTube, ihr müsst quasi Sachen und Aufgaben lösen. Wenn YouTube die Freundlichkeit hat, die Videos zu laden. Ihr könnt da quasi hin und her springen. Ich weiß gar nicht, was die Lösung war. Die Lösung war dann immer zu, ihr müsst dann zu einem richtigen Spieler gehen. Bei der Kev war, glaube ich, der richtige. Bei Kev war nämlich ein Knopf, den man drücken konnte. So. Kev konnte in ein Labyrinth gehen. Und dann müsst ihr quasi Kev durch ein Labyrinth steuern. So. Seht? Ihr spielt dann quasi Kev und die anderen Leute. Das war die Grundidee. Ich werde bestimmt nochmal irgendwann sowas machen. Wenn ich dafür Zeit und Bock habe, vor allem. Das ist wichtig.